Hallo und herzlich willkommen zu Pillars of Eternity 2. Ich sehe hier oben gerade ein Hündchen. Rasper? Hallo Rasper? Wo kann ich dich hier finden? Kann ich dich hier finden? Rasper? Rasper, 5 erlittene Treffer in leichte Treffer umgewandelt. Gewährt gruppenweiter Begleittiereffekt. Kann ich hier noch mehr machen? Weiß nicht genau. Ich weiß nur eins. Wir brauchen Heiltränke. Ja, da fragt, der hat die ganze Zeit getrunken. Und es sah so aus, als hätte er die Animation beendet. Und das ging nicht. Warum auch immer. Ja, ich wollte gerade sagen. Was halt das? 84. Okay, dann machen wir es mal so. Du kriegst den großen. Ist ja eh unser Tank. Und das hier machen wir hier runter. Und du kriegst Steintoxin. Nein, du kriegst einen. Immer einen. Wir müssen brüderlich und schwesterlich teilen. Und du hast einen. Du hast keinen. Du hast einen. Okay. Sehr gut. Wunderschön verteilt. Lolfsgewänder. Okay. Gehen wir mal hier rein und sagen Hallo. Was es hier so Schönes gibt. Die Musik in diesem Spiel ist einfach Wahnsinn. Subtle indeed. Schwierigkeit 12, alter Schwede. Gute. If you find yourself in need of comfortable garb, I'm happy to oblige. Der Zwerg nickt kurz und professionell. Du bist Schneider? I've been known to rip a seam here and there, patch some shredded gear back into shape. Dein Gesichtsausdruck verfinstert sich. Thought I was an armorer, did you? Assumed that my tree stump limbs and barrel chest lend themselves better to the forge than the needle. Vergib mir, ich wollte dich nicht beleidigen. If it's armor you're after, Marihi will set you up. She's got a knack for metal. Er deutet bei der Tür hinaus und dreht seinen Kopf in Richtung Osten. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Drei zusammengenähte Troller. Plus 5% wiederhergestellt pro 12 Sekunden, minus 2 Brand, minus 2 Zersetzung. Wow. Okay, die Rüstungen sind jetzt nicht so. Gegen die Gezeiten plus 1 Athletik. Fatums, Entschädigung. 10%, ich habe schon Fatumas lesen wollen. Das ist was anderes. Plus 10% Chance beim Erleiden eines kritischen Treffers im Nahkampf einen unterbrechenden Wuchtschadenflächenangriff zu wirken. What? Sieht auf jeden Fall schon mal ganz nice aus. As you like. Sowohl Muster der Region als auch aus fremden Ländern schmücken die des Tuches. Reis. Aber mit ihm können wir doch garantiert handeln im Sinne von. See anything of interest? Genau. Schwert. Enterhaken. Der Stab, Stabkeule. Den Stab braucht vielleicht noch mal jemand. Ist auch eine ziemlich gute Waffe.
4 bis 8, obwohl das Ding golden ist. Oh. Stilett. Bei den Schilden bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich die vielleicht nochmal brauchen könnte. 3 Zauberstäbe, da verkaufe ich mal 2. Da brauche ich ja maximal noch ein gutes Stilett. Gutes Schwert. Da war halt nur 23, ne? 5 ist 23, das ist doch ein... Das ist nicht ein Questgegenstand? Auf den Wächter beschränkt, emotional. Plus 20% Schaden, wenn der Brandschaden gewirkt. Wow, das Ding hat jede Menge Effekte. Guter Säbel. Streitkolben, der kann weg. Die Sichel wollen wir auf gar keinen Fall verkaufen. Mordaxt. 17. 16 bis 23. Jagdbogen. 15 bis 25. Kann ich mir da ansehen, wer? Egal. Dolch. Außergewöhnlicher Dolch. Okay. 25. 12 bis 17. Gladiatorenschwert. 12 bis 23. Handmörser. 13 bis 18. Rapier. 11 bis 15. Guter Dolch, außergewöhnlicher Dolch. 14 bis 19 und 12 bis 17. Armbrust, Morgenstern. Guter Morgenstern. 15 bis 23 und 27. Däbel. Wenn ich auch noch bessere Säbel. Großer Schild. 5 Schwerter. Pistolen. So. Kopfverdeckung brauchen wir alles nicht. Rüstungswert 9. 8. 3 kann weg. 3 kann weg. 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 5 kann weg. So. 4 plus 1 Rüstungswert. Gute Robe kann weg. 6 plus 1. 8 plus 1. Ordnungsgeschwindigkeit 20. 5. Ordnungsgeschwindigkeit kann aussehen. Plus 2 Rüstungswert. Mittlere Rüstung. Basisrüstungswert 8 plus 1 sind 9. Ordnungsgeschwindigkeit. Das ist halt nicht so gut wie das da, ne? Weil es hat 9 plus 55. Wucht und Stich und Zersetzung. Wucht und Frost. Guter Brustharnisch. 7, 7. Basisrüstungswert 8. 9. Leder ist um 6 plus 1 plus 20. Basisrüstungswert 3. Ja, und die wollen wir definitiv nicht verkaufen. So, ich gucke jetzt nochmal durch, nicht, dass ich jetzt versehentlich irgendwas Gelbes oder so. Ne, oder irgend so ein. Eine Signaturwaffe, die haben. Mantel der 7 Bolzen. 5000 das Stück, Alter. Boah. Ich muss allerdings hier auch noch Medizin kaufen. Einbrecherhandschuhe. Plus 2 Mechanik. Ladengarderer plus 2 Athletik. Trollhaut plus 5 Gesundheit wiederhergestellt pro 12 Sekunden. Minus 2 Brand, minus 2 Reserve. Du hast plus 2 Schock Rüstungswert. Sturm der 7 gewährt. Sturm der 7 Blitze.
Feuert 7 mächtige Lichtbögen, auf die von Wänden abprallen und jedem, der sie treffen, Schaden zufügt. Binada-Sturm, Schockschaden im Wirkungsbereich der Bewusstlosigkeit. Du bist 10% entscheidend beim Leiden kritischen Treffers im Nahkampf einen unterbrechenden Schaden. Ich kann mir vorstellen. Plus 10% beim Erleiden eines kritischen. Das ist halt natürlich das Problem. Es muss halt ein kritischer Treffer sein. Und jeder 10. kritische Treffer würde dann Wuchtschadenflächenangriff machen. 8000. Gucken, wie viel ich mir da. Ach, das ist nur einer. Ah, das ist nur ein einziger. Verstehe. 5000. Gewährt Sturm der 7 Blitze. Schockschaden im Wirkungsbereich bei Bewusstlosigkeit. Umhang sind Kupferfäden, elektrisch, bla bla bla. Schockschaden im Wirkungsbereich bei Bewusstlosigkeit. Aha. Ach was, komm, ich nehm's einfach mit. So. Okay. Vielleicht hätte ich mit jemandem anders gerade heilen sollen. Irgendjemand, der mehr Diplomatie hat oder so. Das wäre, glaube ich, ganz weise gewesen. So. Diesen Umhang, würde ich sagen, bekommt er. So, und den da kommt sie. So, und die Umhänge an sich machen ja, glaube ich, nichts Spezielles. Viele sind mit Zaubern versehen. Ja, einfach nur Umhang. Okay. That will do nicely. Gut. Kann ich ihm jetzt nochmal die Umhänge andrehen? Und das war's. Wow. Gut. Hallo, Ladebildschirm. Danke. Gut, im Badehaus waren wir ja schon und haben sinnlos Geld ausgegeben. Durch einen kleinen Bug. Wasser, das durch diesen Zeitmesser fließt, hält sein Mechanismus kontinuierlich in Bewegung. Hier eine Karte. Anwesen zur Schlangenkrone. Gehen wir erstmal an die kleinen Sachen. Kann ich mit denen eigentlich reden? You have no right to interfere in Rawatai's business. I don't give two pyres for your tribal pride, and I wager that Arkhmir cares even less. Die Aumauanerin, das lerne ich nie, ballt die Hände an ihren Hüften und Fäusten, ihre ernsten Gesichtszüge werden zu einer unerschütterlichen Maske. If this is what passes for Rawatai in diplomacy, Raza Nui has bigger problems. Die ruhigere und gefasstere Huana lächelt und dreht sich zu dir um, als sie dich bemerkt. If you've come to see Arkhmir, you're too late. He left the estate on wizard business. Mhm.
Was wolltest du von Arkemir? The wizard got his hands on a Huana tablet, the Harappo epic. I came to reclaim it for Rauatai. In the middle of my negotiations, this little pest showed up with a claim on it. Sie deutet auf Netehi. The Harappo epic belongs to the Huana. The queen sent me to remind you both. Dieser Zauberer zufällig Erzmager Arkemir. Ich liebe seine blendenden Lichter. Eine intakte Primärquelle ist für Diwana ein seltenes Fundstück. Akira. Few outsiders can appreciate what such an artifact could mean to our people. Posturing about cultural value is worthless. We both want the tablet for the same reason. Moment, gibt es noch einen anderen Grund, warum ihr beide die Tafel haben wollt? Beide verstummen und blicken in entgegengesetzte Richtung, um den Blickkontakt zwischen ihnen zu vermeiden. There are things better left unsaid. While I'm standing here, you mean? Akira, I don't deny it. Meint ihr den großen Erzmagier? The same. He keeps to himself, inviting no one but Fasina behind the walls of his estate. He and his apprentice run the Dark Cupboard, a local magic shop. Irgendwelche Ideen, wo er hin ist? Arkemir could be drinking Kuiki wine with dead kings. There's no finding him if he doesn't want to be found. Wie ist er in den Besitz der Tafel gekommen? I believe that he had dealings with black market treasure hunters. Not that the queen will implicate him. She's too preoccupied negotiating with the warmongers at her door. Zurück zu meinen Fragen. Warum verhandelt ihr nicht mit ihm? Arkemir left the city. Likely for the peace and quiet we didn't grant him. Feels bad. At least I offered to pay him. Your only currency is altruism. Tamara verzieht das Gesicht. Was ist also der Plan? I might as well adjourn to the palace in Serpent's Crown and give Arkemir time to think. Aha. What a load of... You mean to get your hands on that tablet with or without Arkemir? You island rats can barely write your own names, much less a distinguished epic. Netehi blickt sie schockiert an und nimmt sich einen Moment Zeit, um die Falten aus ihrer Uniform zu streichen und sich wieder zu fassen. Scamper back to the Brass Citadel and spin your own plots. I will happily do the same on my side of the island. Mara, ich habe Flaggen an. Nee, Fragen an Netehi, bevor du gehst. Soll ich mich jetzt zwischen den beiden entscheiden, oder was? Für mich? I could use a reprieve. Netehi sieht zu, wie zu Mara davon schlurft und dreht sich erst und so weiter. These are frustrating times we live in. Netehi öffnet ihre Hände und fordert dich auf zu sprechen. Irgendwelche Ideen, wie man an das Harpos Evos heran? Ich habe Fragen zu der Tafel. Wie man da rankommen kann. There's always Fasina, Arkemir's apprentice. No love lost there if whispers are true. Netehi zuckt mit den Achseln. Arkemir seems to enrage those of his inner circle, not excluding the imps. Wer sind die Imps? Ich habe Fragen zur Tafel. Akira, I say the relevance of the Harappo epic can't be overstated. It could prove a touchstone for the Huana. It could even... Sorry, you go ahead. Warum ist diese Tafel so wichtig für euch? It is important to all who call the Deadfire home. I only tell you this because I know you can be trusted. Und woher willst du das so schnell wissen? The epic is supposed to contain information on Ukaizo. Ukaizo ist eine legendäre Insel, die angeblich irgendwo im Todesfeuer-Archipel liegen soll. Einige Legenden benennen Ukaizo als Wiege der Huana-Kultur. Andere berichten von unermesslichen Schätzen. Alle stimmen darin überein, dass Ukaizo nach verheerenden Stürmen der Vulkan verschwunden ist. Okay, also so eine Art Atlantis. Nothing as dramatic as a set of coordinates, but anything helps. Stories are also important to the Huana. Much of who we are is still missing. Okay, was könnte dir das Epos über die Huana erzählen? The story could speak to the values and beliefs of our ancestors.
Mm-hmm. The language structure, narrative voice, and use of metaphor can tell us something about the time of its inscription. Also es geht vor allen Dingen um die Geschichte, aber auch um die Inseln. Okay, verstehe. Sie berührt ihre Unterlippe und blickt in die Ferne. We could even... Oh, I've lost you, haven't I? It's Nein. I tend to go on. Noch nicht. Wusstet ihr von dem Epos, bevor es in Alchemyrs Besitz gelangen ist? Akira, from the journal of Rakua, an explorer who found the tablet on a remote island some 20 years ago. Mhm. Unfortunately for Rakua, the most we found of her was her journal among the flotsam of a shipwreck. Mhm. Warum ist die königliche Todesfeuergesellschaft so an der Tafel interessiert? They think the tablet can show them. Nethea hält inne und wägt ihre Worte sorgsam ab. Well, the way to Ukaizo. Sie seufzt und sieht dich beunruhigt an. Akira, it's a mythical island. But that isn't stopping any of us from rushing to claim it first. Mhm. Mehr wollte ich nicht wissen. The pleasure is mine. Okay, die geht jetzt. You look thirsty. A drink, madam? Quench your thirst on the way up the mountain? Wollen wir auf dem Weg den Berg hoch unseren Durst stillen? Imaita neigt ihren Kopf und zeigt auf einen Wagen, der mit Fässern beladen ist. Was schenkt ihr hier denn aus? Spirits and the like. No one this side of the slope will scorn you for a little indulgence. Mm. Between us, folks tend to linger and spend coin in Perikis when they've had a few. Wer braucht... Das ist halt für die Mannschaft wichtig, ne? Plus zwei. Moral der Schiffmannschaft. Rum. Eine Buddel voll Rum. Wie viel kann ich mir davon denn leisten? 500? Das kosten die 20, also sind 10, 200, also sind 100, 2000. Wasser. Gut. Jetzt brauchen wir nur noch Medizin. Woher auch immer wir die bekommen. Der dunkle Schrank. Da könnte der andere Typ drin sein. Questtechnisch gesehen. Aber das erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Ich bin von dieser Welt, umso mehr ich dieses Spiel spiele, immer mehr fasziniert. Es ist irgendwie echt schade, dass ich über das Dungeon & Dragons System im Hintergrund immer noch so wenig verstehe, aber wahrscheinlich ist das einfach, weil es so furchtbar kompliziert ist. Und ich habe auch schon versucht, Videos darüber, aber naja, egal. Kann ich ja vielleicht in der nächsten Folge erzählen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mal live zuschauen wollt, twitch.tv/dernerd. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.